Hallo und herzlich willkommen zur Barbecue Schwabe. Heute mache ich ein Grillhähnchen vom Water Smoker und wie ich das gemacht habe, zeige ich dir jetzt. Für unser heutiges Video benötigen wir ein frisches Hähnchen am Stück. Für die Gewürzmischung Salz, Pfeffer gemahlen, Lorbeerblätter, Wacholder und Pimentkörner, einen weißen schwäbischen Weißwein, bisschen Knoblauchpulver. Ich benutze heute geräuchertes Paprikapulver. Man könnte auch normales Paprikapulver nehmen und ein bisschen Oregano. Als allererstes putzen wir erstmal das Hähnchen ein bisschen zurecht. Das Fett hier hinten braucht man nicht. Anschließend machen wir die Gewürzmischung. So lange können wir das Hähnchen beiseite legen. Für die Gewürzmischung benötigen wir 5 Esslöffel Salz, 1 Teelöffel Zucker. Das habe ich hier schon vorbereitet. Dann 2 Teelöffel gemahlenen Pfeffer. Einen halben Teelöffel Paprikapulver. Und einen halben Teelöffel Knoblauchpulver. Und ich mache jetzt noch ein bisschen Oregano dazu. Ich würde sagen auch so einen halben Teelöffel bis einen Teelöffel. Wir mischen das Ganze. Dann nehmen wir unser Hähnchen und reiben es ein bisschen mit Öl ein. Dann haften die Gewürze nachher besser dran beim Garen. Dann würzen wir das Hähnchen mit unserer Gewürzmischung großzügig. Auch schön den Innenraum mitwürzen. Hier habe ich so eine Halterung für das Hähnchen. Da mache ich jetzt die Lorbeerblätter rein und die Wacholderbeeren, die Pimentkörner und den Weißwein und stülpe das Hähnchen jetzt da drüber. So, da müsst ihr darauf achten, dass es auch relativ gut sitzt und nicht locker ist. Den Water Smoker habe ich jetzt auf 170 Grad vorgeheizt. Machen wir das Gestell mit dem Hähnchen einfach in die Mitte und schauen nach 20 Minuten, wie es aussieht. Nach 20 Minuten sieht das Ganze so aus. Ich checke zum ersten Mal die Kerntemperatur. Sind es bei 35 Grad und wir wollen ungefähr eine Kerntemperatur von 76 bis 82 Grad erreichen. Weitere 15 Minuten später sieht das Hähnchen so aus. Wir sind jetzt insgesamt bei 55 Minuten. Wir sind bei 70 Grad Kerntemperatur, also mache ich den Deckel noch mal drauf und wir warten noch mal 10 Minuten. Nach einer Stunde 20 sind wir jetzt soweit, wir sind knapp bei 75 Grad. Ich nehme das Ganze jetzt runter und dann löse ich das Ganze aus. Ich habe das Ganze jetzt vom Grill genommen nach einer Stunde 20 und einer Kerntemperatur von 76 Grad. Ich habe während des Garens nochmal Holz nachgelegt und dann sieht man, es hat schon sehr viel Rauch abbekommen, was ich mag, aber das muss jeder für sich selber wissen. So, jetzt zerlegen wir das Ganze. Am besten sucht ihr euch den Brustknochen, fahrt an den Brustknochen entlang mit dem Messer nach unten in die Keulen und löst, versucht es so auszulösen. Ich fahre jetzt hier am Brustknochen entlang, drücke das Messer leicht nach rechts. Haben wir die Brust schon mal ausgelöst und jetzt die Keule einfach mit der Hand rausdrücken und dann könnt ihr es hier schön wegschneiden. Das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite auch. Wie man sieht, das ist noch super saftig, sehr viel Flüssigkeit drin.
Viel Spaß beim Nachmachen. Lasst mir gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.